In Bosnien-Herzegowina, 5 Autostunden von Österreich entfernt, sind Flüchtlinge wieder der winterlichen Kälte und dem Mangel an Grundversorgung ausgeliefert. Peter Rosandic, Kidbacks von SOS Balkanroute. Der Wiener Kroate, Rapper und Journalist, sammelt Spenden für seinen Hilfstransport, um Menschen an der kroatischen Grenze nicht erfrieren zu lassen. Wir sind auf dem Gelände des alten Sophienspitals. Apollogasse 19 ist ein Zugang, der andere Zugang für die Autos ist Stollgasse. Und wir sind wieder am Sammeln. Uns bleibt nichts anderes über, außer diesen Leuten, die in den Wäldern sind, die in den alten Fabriken, den leerstehenden Fabriken in Bosnien leben und dort überwintern müssen, dass wir denen zumindest Schlafsäcke bringen, Matratzen. Wir waren im Camp Vučjak, in diesem Horrorcamp letztes Jahr, und auf einer ehemaligen Müllhalde wurden Menschen wortwörtlich entsorgt. Und wir haben uns damals gedacht, wir starten etwas, wir müssen etwas tun, wir lassen das nicht so stehen. Wir sind naiv und dilettantisch mit einem VW-Bus losgefahren mit voller Spenden. 2-3 Monate später waren wir schon mit den LKWs unten. Und dadurch ist SOS Balkanroute entstanden. SOS Balkanroute ist entstanden, indem ein paar Leute gesagt haben, lass uns das mal anschauen, lass uns helfen. Und mittlerweile ist das eine große, große Familie, die da hilft. Die bosnische Regierung verweigert im Deckmantel der Corona-Krise Flüchtlingen den Zugang zu Hilfsgütern und Versorgung, während die kroatische Grenzpolizei systematisch und auf illegaler Weise Migranten zurück nach Bosnien jagt. Ja, das, was wir machen, ist im Grunde Akuthilfe. Also wir geben den Menschen Sachen, um zu überwintern, um zu überleben. Also wir geben denen keine Perspektive, wir geben denen keine Möglichkeit, keine Zukunftsperspektive in dem Sinne, sondern wir löschen die akute Not. Wir geben denen Decken, Schlafsäcke, damit sie irgendwie diesen Winter überleben. Wir haben versucht, auf die Politik einzuwirken, haben auch die massive Grenzgewalt gegen Geflüchtete aufgezeigt. Leider passiert wenig bis gar nichts in Österreich. Deswegen müssen wir es in die Hand nehmen und nehmen es wieder halt in die Hand, bis die Politik endlich aufwacht. Bei unseren Events auf Facebook kann man die genaue Liste an Sachen anschauen, die gebraucht werden. Die Spender sind sehr unterschiedliche Leute, also von der alten Oma gegen rechts bis zur jungen Studentin aus Deutschland, die hier wohnt, bis zum Punk, bis zum Imam, der hier vorbeischaut und Spenden bringt. Menschlichkeit kennt keine Nation, kennt keine Religion. Der letzte Termin der Sammelaktion steht am Sonntag, den 29. November von 11 bis 18 Uhr in der Apollogasse 19. Aufgrund des Elends an der Balkanroute werden diesen Winter wohl weitere Sammelaktionen stattfinden. Also heute war der Roman Gregory da, es war die ehemalige grüne Nationalratsabgeordnete Alep Korun da. Es kommen Leute aus der muslimischen Community, es kommen Leute aus der katholischen Community und es ist eine schöne Geschichte. Wir alle sind SOS Balkanroute.